Jetzt bitte schön zu einem wirklich, wirklich, wirklich heiß kalten Thema. Das Thema, das förmlich in der Luft liegt in den letzten Tagen und Wochen. Das Klima. Richtig. Lassen Sie über das Klima reden. Da haben wir ein paar Sachen gesehen in den Medien, die uns aufgerüttelt haben. Zum Beispiel hier als erstes, schauen wir mal, Skigebiete sollen sich nach Alternativen umsehen, hat anscheinend nicht mehr genug Schnee. Ja, was soll es denn machen? Was könnte es machen? He? Ja, klar, Schlammlauf zum Beispiel wäre schön. Zweierbobrudern wäre etwas Gutes, finde ich. Und für Kinder natürlich immer schön der Drecksengel. Das ist auch etwas Schönes. Also jetzt so, einfach mal so Vorschläge. Aber da denkt man noch so, ja, komm, es hat schon noch ein bisschen Schnee, alles gut. Dann die nächste Meldung, die wir gesehen haben. Schau mal, das Benzin wird um 8 Rappen vielleicht teurer. Wird's. Alle so, oh nein, das Benzin. Nur jemand reizt sich die Hände, die Hersteller von der gelben Weste. Ah. Dann die nächste Meldung, die wir gesehen haben. Richtig, Bersi hat von der UNO gesprochen. Es ist höchste Zeit zum Reagieren, hat er gesagt. Und das nimmt er ernst. Wenn er das sagt, meint er es ernst. Das letzte Mal hat ihm das jemand gesagt und hat er nicht drauf gelassen, das war sein Coiffeur. Hm? Deswegen. Und man kann aber immer noch sagen, ja komm, so schlimm ist es nicht, es geht schon irgendwie weiter. Und dann die Meldung, die aufrüttelt, die schockiert. Forschende berechnen, Klimawandel könnte Bierpreise steigen lassen. Da hört es auf. Ich meine, komm, nein, wirklich. Brennende Wälder, Überflutungen, alles so. Ich meine, das hat nichts mehr zu tun. Das betrifft mich wirklich. He? Ich meine, das ist krass. Was machen wir denn da? Was könnte man gut machen? Und zwar geht anscheinend Gerste geht aus. Und Gerste tut man Tierfütter. Und deswegen bleibt für die Brauerei nichts mehr über, um Bier zu brauen. Also es wird ein Luxusgut. Deswegen haben wir jetzt hier mal ein bisschen Bier mitgenommen. Ich würde sagen, ich verteile jetzt mal spontan den Biertrinken, wo ich das Gefühl habe, die haben gerne ein Bier, tun wir mal. Aber noch nicht trinken, wir trinken miteinander auf Kommando. Wir wollen feststellen, ist denn wirklich genug Bier da? Wäre ja erschreckend, wenn nicht für einen Tag X. Schau mal, so. Ich nehme auch ein Bierchen, Prost, und gehe da zu meiner kleinen Leer. Landschaft, was stellt das hier dar? Genau das ist die Welt, meine Damen und Herren. Also klar, das hier ist die Schweiz, das sieht man, oder? Wie es jetzt gerade im Augenblick ist. Hier ist der Aargau. So. Warte schnell hier hin. Spätznau hier. So. So, Spätznau, ja, gut, nein. Hm. Weiter, nein, weiter. Dann haben wir. Hier haben wir so ein bisschen Wallis, ja, schauen wir mal, da sind die Berge, schauen mal, hei, 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 schauen mal, komm, ein bisschen Schnee, also das ist nicht Wallis, das ist Zürich, aber warte mal, da ein bisschen, oh, schau mal, da hat es noch Schnee, du, schau mal, so, schau mal, da, eine Skifahrerin, wow, das ist Lara gut, also bitteschön, gut Berami, hä? Also gut. Nein, Berami, gut Berami. Ja, ja, ist ja gleich. Mein Wochenendhäuschen. Pah, etwas gebrochen. Ah, schnell 20 Minuten anrufen. Was ist es? Der Fingernagel. Ja, so, gut. Okay, lassen wir. Mir wird schlecht. Mir wird schlecht schon. Nehmen wir mal alle einen Schluck Bier. Alle einen Schluck Bier. Nein, kommen wir. Gut. Dann haben wir hier im Aargau, schau mal, da haben zwei junge Familien. Haben hier einen so Energiehäuschen gebaut. Das ist natürlich schön fürs Klima. Jetzt sind sie aber am Wochenende gerade hier. Sind sie Florenz mit dem Flügel. Deswegen ist das ihr CO2-Fußabdruck. So. Das wäre das. Ah, schau mal, es geht noch weiter. Wir haben hier, da könnt ihr Bundeshaus. Und wir haben noch zwei Leute. Wir haben hier einen normalen, der hat eine kleine Fabrik. Da. Kleine Manufaktur. Eine Skifabrik im Wallis irgendwo. Da. Und er glaubt an den Klimawandel. Ja, er sagt, ja, Klimawandel ist wirklich ein Problem. Ne? Weil meine Ski laufen nicht so gut, mit immer weniger Schnee. Du, ich verdiene nicht mehr so viel wie früher, was soll ich auch machen? Ne? Probiere Cembra. Christa Rigozzi, genau, das ist der Sinn da nach dem Gotthardloch. Ne? Und dann hat es noch eine zweite Person. Schau mal, das hier, das ist so ein klassischer Klimaleugner, ist das. Ne? Der hat auch eine Fabrik, eine etwas grössere Fabrik im Aargau. Hä? Gut. Und der sagt, nein, Klima kein Problem, wirklich nicht, also bitte schön. Hä? Ich kann nichts sagen, weil Klima steht nicht in der Bundesverfassung, gibt es also nicht. Hm? So. Ah ja, falls ihr Frauen sucht, sind alle im Bundeshaus, ist klar. Oder? Ist klar. Schau, so viele Frauen im Bundeshaus, der Klimaleugner, hat schon ein bisschen Angst. Hä?
Weil die haben dann etwas beschlossen, also jetzt nicht die Frau vorher, schon die alten Männer, haben sich das System ausgedacht, wegen diesen Fabriken und dem CO2-Ausstoß, haben sie gesagt, hey, komm, wir tun so Emissionszertifikat, ja, tun wir euch verteilen. Also du mit der kleinen Fabrik bekommst zwei so Zertifikate über. Hm? Und du mit der grossen Fabrik bekommst auch zwei Zertifikate über. Und jetzt, ja, wenn ihr da die Umwelt verpestet, das sind quasi Freibillet, könnt ihr uns so ein Zertifikat zurückgeben und dann dürft ihr das gratis machen. Einfach so könnt ihr das machen. Wunderbar. Und wenn ihr kein Zertifikat mehr habt, hey, ich habe kein Zertifikat mehr. Dann könnt ihr beim anderen, der noch Zertifikatführung hat, könnt ihr die Emissionszertifikate aufkaufen und dann das auch ausgeben. Und dann ist das gut. Jetzt hat es aber einen Trick natürlich gegeben, das Bundeshaus. Sie haben sich gesagt, komm, wir geben jedes Jahr ein weniger Zertifikat aus. Versteht ihr? Jetzt wird der natürlich hässig, oder? Weil der braucht natürlich mehr Zertifikat. Geht da ins Bundeshaus, also geht nicht, er nimmt den Truck. Ins Bett schnell rein, Geschirrli. So, ist zum Bundesrat und macht mi, mega gemein, wir haben überhaupt kein Zertifikat mehr, was ist da los, so ruhig. Und der Bundesrat hat eine mega gute Idee gehabt, das Amt für für Umwelt, hat gesagt, also komm, wir möchten jetzt, man kann kompensieren. Das heisst, man kann ins Ausland gehen, von diesen Fabriken dort Zertifikat aufkaufen und dann die hier in der Schweiz abgeben und weiter die Luft verpesten. Mega gute Idee, ja? Grosse Party bei allen Fabrikbesitzern, yeah, dann mal einen Schluck Bier. Komm, alle mal einen Schluck Bier. Mega gute Party, riesen Fest. Hey, komm, wir gehen gerade auf Russland und kaufen dort, weil die Fabriken haben viel mehr so Zertifikate zum Abgeben. Das machen wir. Komm, wir fliegen. Und dann sagt da der Normale, sagt, nein, spinnst du, fliegen? Das machen wir durch. Hey, wir gehen mit dem Auto, mit dem Truck. Nein, spinnst du, das ist wegen Umwelt. Komm, wir gehen mit den Gondeln. Richtig, ja? So, lalalalalala, da gehen sie da hin und dann kommen sie, du bist jetzt Russland. Ja? Ich weiß. Und jetzt kann man da, jetzt kann man da den Russen, kann man jetzt da Geld geben. Schau, da unten habe ich ein bisschen Geld versteckt. Und das gebe ich dir jetzt und dafür gibst du mir von deinen Fabriken Zertifikat. Ist gut? Ja. So, also schau jetzt. Nein. Bitte schön, reicht das? Alle. Dafür gibst du mir dafür. Mehr noch. Alle, gut. So, gib zwei. Genau, gib mir zwei. Aber, gell, bitte schön, das Geld wird wirklich nur eingesetzt für Umweltschutz. Oder das macht ihr? Natürlich machen sie das. He? Natürlich, so läuft das Business. Kleiner Fun-Fact an dieser Stelle. Man hat festgestellt, dass ganze drei Viertel von diesen Zertifikaten aus dem Ausland, dass die etwas bringen und dass sie eigentlich ein riesen Bullshit sind und überhaupt nichts richtig bringen. Aber ist ja völlig egal. Grosse Partystimmung, alle trinken mal auf den Putin. Danke vielmals. Jetzt, was ist passiert? Der Bundesrat sagt plötzlich Stopp! Also jetzt Stopp! Er sagt Stopp! Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren 50% runtergehen mit unseren Emissionen. Und wir können nicht mehr jetzt einfach da uns loskaufen aus dem Ausland, sondern wir müssen jetzt mindestens, hat er vorgeschlagen, komm, von diesen 50% 30% tun wir selber unsere Fabriken Filter einbauen, machen die sauber, ja? Und höchstens 20% dürfen wir im Ausland kaufen. Ich finde den natürlich total blöd. Ja? Klimmleiner geht ganz schnell hier in seinen Truck, fährt zum Bundeshaus, geht zum Nationalrat und macht mi, mega gemein und so weiter. Hey, es kostet mega viel Geld, man könnte viel günstiger im Ausland so. Das macht der Nationalrat, ja? Stellt sich gegen den Bundesrat und sagt, ja, du hast recht, machen wir nicht. Wir, SVP, FDP, wir sind in der Mehrheit, wir lehnen das ab. Man kann alles im Ausland einkaufen. Ja? Emissionsshopping im Ausland kann man machen. Genau so passiert in den letzten Wochen im Bundeshaus. Riesengroße Party, yeah! Bei den Fabriken im Bundeshaus, also im Nationalrat, yeah! Trink mal alle ein bisschen Bier, komm. Sehr gefreut hat das zum Beispiel der Albert Rösti. Der ist ja nicht nur SVB-Präsident, sondern auch Präsident von der Swiss Oil. Das ist ein kleiner Fun Fact, ja? Dachverband von allen Brennstoffhändlern. Eine grosse Freude, grosse Party. Und deswegen würde ich sagen, wenn die sich jetzt so schön geeinigt haben, also man weiß noch nicht genau, wie es weitergeht, lehnen wir uns doch mal einfach zurück mit einem schönen Bier und geniessen, was so als nächstes mit der Welt und unserer kleinen Schweiz passiert. Das, wo ganz viele Klimaexperten, UNO, WWF, ja sogar, ich glaube sogar die Muttertaler Wetterschmöcker schon lange voraussagen. Und zwar, es gibt ganz sicher Herbststürme, Hitzewellen, verheerende Hagelschäden. Meine Damen und Herren, schauen wir mal an, was passiert. Und Applaus bitte fürs Klima! Applaus
Schön, schön. Wow, mega krass, mega krass. Destruction total. Ja. Aber wichtig, müssen wir uns fragen, haben wir noch genug Bier da? Das ist doch die wichtige Frage. Ja. Oh, ich habe übrigens noch etwas vergessen. Nach diesen Hagelstürmen und Feuer hat es natürlich noch kleine Erdbeben im Wallis. So. Und noch eins im Tessin. So, warte mal schnell. Eins im Tessin.